So, Ladies and Gentlemen, wir gucken jetzt aber erstmal die Zombie-Geschichte an. Und zwar besonders wichtig jetzt, wo Modern Warfare 3 ja Zombies released wird, es ist wichtig, die Geschichte nochmal aufzufrischen. Und ich selber habe wirklich relativ wenig aktuell im Kopf über Zombies, über die Geschichte von Zombies. Und wir haben diesen netten Herrn hier gefunden, der heißt Yes Maiko. Yes Maiko, Props gehen raus an den Dude. Yes Maiko, ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Gleich nochmal unten in die Kommentare vielleicht mache ich das. Und ja, da kann sich selber jeder alles reinziehen, ein bisschen Liebe lassen, bei ihm ein Follow raushauen. Er hat auch viele andere Videos gemacht natürlich. Aber im Speziellen haben wir jetzt diese Zombie-Videos bei ihm und die ziehen wir uns rein. Ich bin mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Call of Duty World at War Zombies, die ganze Zombie-Geschichte, Teil 1. Für euch heute mit der ganzen Zombie-Geschichte. Ah, da müssen wir kurz Ton ausmachen, wegen Copyright und hin und her. War früher, früher wurde das nicht so eng gesehen. Meine alten Videos haben auch Copyright, nicht copyrightfreie Musik. Ich habe mich gefragt, wie ist es überhaupt zu diesem Zombie-Modus gekommen? Wie geht die Geschichte jetzt überhaupt weiter? Wie war es im Black? Also ich will jetzt nicht anfangen, das Video alle 5 Sekunden zu unterbrechen, ja. Aber eine Sache möchte ich direkt von Anfang an sagen. Seine Stimme ist mega geil. Und ich mag so diesen Druck in seiner Stimme, diese Art und Weise, so dieses. Ich mag das, seine Art und Weise, wie er das erzählt, ist schon direkt cool und lässt so ein bisschen auf mehr hoffen. Weißt du, wie ich meine? Black Ops 1, World at War und so weiter mit den ganzen Zombies. Was ist da geschehen? Wie sind die Zombies überhaupt in die Geschichte mit reingekommen? Wie sind sie entstanden und so weiter? Gibt es auf jeden Fall viele Fragen und ich versuche das jetzt alles mit euch einmal von Anfang an durchzugehen. Viele Fragen. Ich werde euch später noch in die Videobeschreibung ein paar Links mit reinpacken. Da könnt ihr euch die Zombie-Geschichte auch noch weiter anschauen. Geil. Aber wir fangen jetzt erstmal von ganz vorne an. Ganz vorne, für let's all go! Für diejenigen, die jetzt erst in Black Ops 3 mit dem Zombie-Modus beginnen, ihr müsst jetzt ganz genau zuhören. Ganz genau. Es begann mit einem Zusatz zum Spiel, das in Call of Duty World at War eigentlich nur als kleines Easter Egg gedacht war. Okay. Doch schnell entwickelte sich der Zombie-Modus zu einem der beliebtesten Features in Call of Duty, das in Black Ops 1 ein Wiedersehen feierte und auch in Black Ops 2 eines der großen Bestandteile sein wird. Check. Dabei geht es hier nicht um stumpfes Abgemetzel von untoten Horden. Oh. Die Story der Zombies ist komplex, tiefgreifend, überraschend und hin und wieder sogar sehr realistisch. Oh, vielleicht sogar ein Ausblick auf das, was der Forschung eines Tages gelingen könnte. Lasst euch von mir in die Tiefen der Story rund um den Zombie-Modus entführen. Alles begann mit einem mysteriösen Ja, also ganz kurz dazu, ne? Was der, dass der Forschung irgendwann entwickelt, hört sich so lächerlich an, ne? Aber er hat ja im Grunde genommen recht. Wenn wir uns gucken, wie weit unsere Forschung ist, was da alles möglich ist, das ist ja eigentlich nur krank, ne? Wenn man sich dann überlegt, die ganzen Theorien über unser Universum, parallele Universen, das ist ja wirklich eine ganz realistische Theorie von anerkannten Wissenschaftlern, die solche Ideen angehen, wie ein Multiversum aussieht und dass es existieren könnte, definitiv, dass sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Das kann man mathematisch berechnen, das ist halt schon verrückt. Ne? Also nicht ganz so abwegig alles hier, auch wenn das natürlich jetzt Zombie ist und pure Fantasie und so weiter und so fort. Aber also dieser Zusammenhang ist schon ganz witzig, den er hier angeschnitten hat, finde ich. Meteoriteneinschlag in einem unbewohnten Sumpfgebiet irgendwo im Pazifik. Dr. Ludwig Maxis und sein Wissenschaftlerteam, die Gruppe 935, wurden im Jahre 1939 von der deutschen Nazi-Regierung damit beauftragt, den Meteoriten aufzuspüren, zu untersuchen und mit dessen Hilfe Supersoldaten und Waffen für den Zweiten Weltkrieg zu produzieren. Supersoldat. Dieses Projekt nannte sich der Riese und fand in der gleichnamigen verlassenen Waffenfabrik in der Nähe von Breslau statt. Okay. Die Gruppe 935 hatte zusätzlich geheime Standorte überall auf der ganzen Welt. Ihr Anführer Dr. Maxis nutzte das chemische Element Ununpentium aus dem Meteoriten, besser bekannt als Element 115, um tote Menschen wiederzubeleben und erschuf damit die ersten Zombies. Ich find's cool, wie er so ins Detail geht, ne? Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also 115, Element 115, okay, okay. Und Gruppe 935 war das, glaube ich, jetzt, ne? Abgefahren. Cold War, nee, Habibi. Geschichte von Cold War wäre für die Anfänger. Wir machen die ganze Geschichte. Oh Mann, ey, wir haben uns wieder was vorgenommen hier. Das ist die ganze Geschichte, Habibi. Das fängt gerade an mit Black Ops 2, beziehungsweise noch dem Vorgänger, wo das als erstes, erstmal erschienen ist. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen. Eigentlich sind es nur 10 kurze Folgen. Aber ich glaube, wir machen 5 Folgen jetzt, maximal. Mal gucken. Die gesamte Geschichte. Die komplette Story von,
von Couch Zombies. Ja, genau, aber wirklich mit allem drum und dran, ja. Habe ich ja mal erwähnt, wegen 1.5. Ja, jetzt, ich wusste das gar nicht mehr mit Element 1.1.5, ne? Mega spannend. Wusste ich gar nicht mehr. Geschichtsunterricht mit Erik. Ja, also 1939, Richthofen, erster Kontakt in Breslau, Meteorit, das sind alles so Sachen, die wusste ich alle nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles schon weg. Alles wieder aufgefrischt jetzt. Krass. Doch musste er die Ersten ihrer Art sofort umbringen, weil sie nicht kontrollierbar waren und auszubrechen drohten, um Chaos und Zerstörung zu verursachen. Während Dr. Maxis seine Versuche fortführte, experimentierte Dr. Edward Richthofen parallel ebenfalls mit dem Element 115, allerdings an noch lebenden Testobjekten. Richthofen ist einer der vier spielbaren Charakteren im Zombie-Modus. Er war Nazi, ebenfalls Mitglied in der... Warte mal ganz kurz, uns diese Karte hier anschauen. The swamp will slow you down. Use the zip line for a quick escape. Look for the light to find the box. Comm room, traps. Takeo, Dempsey, Nikolai und Richthofen. Krasse Dudes. Der Gruppe 935 und die rechte Hand von Dr. Maxis. Richthofen war ein sadistischer Soziopath, der für seine grausamen und brutalen Folterungen an Menschen bekannt war. Nicht umsonst trug er den Spitznamen der Schlechter. Und seine eigenen Supersoldaten zu erschaffen, führte er in einer alten Einrichtung in Sibirien Experimente an Takeo Masaki, Nikolai Belensky und einen unbekannten Mexikaner durch. Der Japaner Takeo und der Russe Nikolai sind zwei weitere der insgesamt vier spielbaren Protagonisten im Zombie-Modus. Als Richthofen den Mexikaner bei seinen Experimenten versehentlich tötete, ersetzte er ihn durch den Amerikaner Tank Dempsey. Dempsey und sein Marineteam wurden zuvor damit beauftragt, die beiden Wissenschaftler Dr. Peter McCain und Harvey Jener aus den Fängen der Gruppe 935 zu befreien. Sie hatten sich verdeckt eingeschleust, um die Organisation auszuspionieren und ihr eigentliches Ziel, die Weltherrschaft, ans Licht zu bringen. Richthofen hatte die beiden Spitzel aber schon lange im Verdacht und ließ sie kaltblütig ermorden. Er wusste zudem, dass die US-Marine kommen würden, um sie zu befreien. So lauerte er auch ihnen auf und ließ auch sie töten. Alle bis auf Tank Dempsey, ihn benutzte er für weitere seiner Experimente. Die Versuche mit Dempsey, Nikolai und Takeo hatten Einfluss auf ihren jeweiligen geistigen Zustand und veränderten diesen. So wurde Dempsey durch die Experimente extrem aggressiv, Takeo brachte sie dazu, ständig in Japanisch Sprichwörter zu sprechen und Nikolai wurde komplett nutzlos ohne seinen Wodka. Zudem verloren alle ihr Gedächtnis, sodass sie sich im späteren Verlauf nicht mehr daran erinnern konnten, dass Richthofen sie entführt und was er ihnen angetan hatte. Währenddessen experimentierte Dr. Maxis weiter mit Element 115 und erfand einen Teleporter. Dieser wollte anfangs allerdings nicht wirklich funktionieren und vernichtete alles, was er versuchsweise hindurchgeschickt hatte. Richthofen setzte sich mit Dr. Schuster, einem weiteren Mitglied der Gruppe 935, zusammen, um den Teleporter zu optimieren. Nach vielen gescheiterten Versuchen gelang es ihnen irgendwann mit Hilfe einer kleinen Menge des Element 115, wodurch sie erstmalig eine Erdnuss von einem Ort zum anderen teleportieren konnten, ohne sie zu zerstören. Doch Dr. Maxis kritisierte die Aktion heftig und warf Richthofen vor, nicht an seinen eigentlichen Projekten zu arbeiten. Die Teleportation einer Erdnuss sei zudem nichts Besonderes. Dr. Maxis erzählte ihm daraufhin von einem Deal mit der deutschen Nazi-Partei. Er habe ihnen gegen sehr viel Geld starke Waffen für den Krieg angeboten. Die Gruppe 935 hatte diese neuen Waffen erschaffen, welche ebenfalls mit dem Element 115 betrieben wurden. Okay, abgesehen von der Erdnuss gerade, ne? Wie lang er dieses Hakenkreuz gezeigt hat. Ich hab das mit gemerkt, so, ich konnte nicht mehr. Mach doch weg, ich so die ganze Zeit, mach doch weg jetzt. Und er zoomt immer weiter ran. Und ran. Und es wird größer und größer. Und ich so, ey, Bro, mach weg. Und es wird immer größer. Und dann hört es auf, größer zu werden. Ich so, oh, cool, jetzt mach das weg. Und dann bleibt es so stehen. Ich so, mach doch weg. Und dann kommt die Erdnuss. Und ich so, hä? Okay, alles klar. Das geht heute nicht mehr weg. 10 Minuten gefüllt, Hakenkreuz gesehen. Auch so gedacht. Ja, was geht? Ne?
So gefühlte 10 Minuten waren das gerade. Permaban incoming. Egal. Dr. Maxis erfand die Raygun, während Richtofen die Monkey Bomb und die Wunderwaffe DG2 entwickelt hatte. Maxis versprach, eine Massenproduktion der Wunderwaffe zu veranlassen, doch sein Interesse an seiner Assistentin Sophia war größer und verlangsamte den Prozess. Dies verärgerte Richtofen, der schon insgeheim Pläne schmiedete, um Dr. Maxis zu stürzen und selber die Kontrolle über Gruppe 935 zu übernehmen. Richtofen und Schuster führten ihre Tests mit den Teleporter fort, ohne Maxis darüber in Kenntnis zu setzen. Richtofen war das erste lebende Testsubjekt, das die Teleportation überlebte. Ach. Erst wurde er zum sogenannten MPD in einer Mondstation der Gruppe 935 teleportiert, einem pyramidenförmigen Gebilde mit einer runden Platte in der Frontseite, von dem Richtofen dachte, er sei von einer außerirdischen Herkunft. Als er das Gebilde mit einer Hand berührte, war er elektrisiert und hörte plötzlich Stimmen in seinen Kopf. Direkt danach wurde Richtofen in einen Dschungel teleportiert, der späteren Map Shangri-La. Als er selbst nach mehreren Tagen nicht zurückkam, wollte Dr. Schuster aus lauter Sorge den Teleporter, mit dem Richtofen verschwand, zerstören. Doch diese teleportierte Richtofen gerade noch rechtzeitig zurück zur Basis und zu Dr. Schuster, mit dem er die Arbeit sofort wieder aufnahm. Doch Schuster fand einen veränderten Richtofen vor, der irgendwie verrückt und verwehrt erschien. Die Wissenschaftler Dr. Grove und Dr. Schuster wurden von Richtofen zur Mondbasis der Gruppe 935 geschickt, um herauszufinden, wie die Pyramide funktioniert. Als Schuster eine Ratte in der Nähe des Gerätes tötete, wurde ihre Seele von einem Glasbehälter am Boden neben der Pyramide absorbiert. Die beiden Wissenschaftler machten weiter, indem sie Menschen gefangen nahmen und in der Nähe der Behälter töteten, bis diese vollständig mit den Seelen der Toten gefüllt waren. Die Leichen wurden an einen Ort der Mondstation gesammelt, um aus ihnen später Zombies zu erschaffen. Als die beiden fertig waren, kontaktierten sie Richtofen, der ihnen von seinem Plan erzählte, Dr. Maxis zu beseitigen. Während Richtofen das Teleportieren von Subjekten mittlerweile perfektioniert hatte, versuchte es Dr. Maxis immer wieder und scheiterte jedes Mal. Er wurde so frustriert, dass er Fluffy, den Hund seiner Tochter Samantha, nahm und durch den Teleporter schickte. Boah. Der Hund verschwand zwar, verwandelte sich aber in einen Zombie. Der erste Höllenhund war geboren. Als Samantha in den Versuchsraum stürmte und ihren Vater fragte, wo ihr Hund jetzt sei und was mit ihm passiert wäre, witterte Richtofen seine große Chance. Er verriegelte die Tür und schloss Maxis und Samantha in dem Raum ein. Als er dann den Teleporter erneut aktivierte, ging er davon aus, dass der Höllenhund zurückkommt und die beiden töten würde. Doch es kam anders. Was Richtofen nicht wusste, der Teleporter von Maxis funktionierte nun ebenfalls einwandfrei und schickte die beiden zur Mondstation der Gruppe 935. In ihrer Angst lief Samantha zur Pyramide und erlangte so die Kontrolle über die Zombies. Als Richtofen davon Wind bekam, informierte er die beiden Wissenschaftler Grove und Schuster und warnte sie vor dem Höllenhund. Außerdem befahl er ihnen, Dr. Maxis aufzuspüren, der sich ebenfalls irgendwo in der Mondstation aufhalten musste. Boah, Junge, Junge, das ist so viel auf einmal gerade. Erzählt wirklich die komplette Geschichte so im Zeitraffer, ne? Aber krass, krass, krass. Ist eine ewig lange Geschichte gewesen damals. Heftig. Hammerhart. Eine Gausskanone feuert Projektile durch elektromagnetische Kraft und nicht durch chemische Verbrennung ab. Eine Railgun ist eine Möglichkeit, eine Gausskanone zu bauen, wobei das Projektil oder Projektiltreibsiegel zwei geladene Schienen überbrückt und mithilfe des Magnetfelds geschleudert wird. Ich wusste, dass es Höllenhunde gibt. Ich hab's immer gesagt. Geschichtsstunde hier. Aber gibt's nicht mehr. Das war damals. Das ist schon lange her. Das ist jetzt fast 100 Jahre her. 80 Jahre. Muss ich das mal vorstellen, ne? 80 Jahre. 1939. Höllenkatze. Gib echt auf einen Film. Daraus könntest du locker einen Film machen, ja. 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 Krass.
Und das ist jetzt nur ein Teil. Das geht. Als sie ihn fanden, zwangen sie ihn, sich bei Samantha zu entschuldigen und sie zu beruhigen. Doch er forderte sie auf, mit Hilfe der Zombies alle Mitglieder der Gruppe 935 für den Verrat an ihn zu töten. I love you, Samantha. I love you too, Daddy. Can you do something for me? Something very important. Yes. Kill them. Nach diesen letzten Worten wurde Maxis von Richtofen erschossen. Samanthas Zorn stieg daraufhin ins Unermessliche und sie entfesselte die Horden der untoten Zombies. Die Apokalypse beginnt. Krass. Samantha besitzt nun die volle Kontrolle über alle Zombies auf der ganzen Welt und sie will damit nur eins. Rache. Rache an Richtofen und den restlich verbliebenen Mitgliedern der Gruppe 935. Richtofen flieht und schließt sich mit den ehemaligen Versuchsobjekten Tank Dempsey, Nikolai Belinsky und Takeo Masaki zusammen, um einen Plan zu entwickeln, Samantha für ein und allemal zu stoppen. Ja, meine Freunde, das war jetzt erstmal die Zombie-Geschichte Teil 1. Wenn ihr den zweiten Teil und den vielleicht noch den dritten Teil sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like für mehr da. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick jetzt in die Geschichte bekommen, also von Anfang an, wie die Zombies entstanden sind, die Höllenhunde, was mit Dr. Richtofen ist, Dr. Maxis, Samantha hat jetzt die Macht über alle Zombies. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst ein paar Likes da. Also falls ja, werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen den zweiten Teil und vielleicht noch den dritten Teil hochladen und vielleicht mache ich das sogar auch alles im zweiten Teil. Muss ich sehen, wie ich das hinbekomme. War auf jeden Fall eine mächtige Arbeit und ich habe bis heute Abend dran gesessen am Video. Also wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch. Macht's gut, halt die Ohren steif. Bis bald. Bester Mann. Bester Mann, schön zusammengefasst. Gibt auf jeden Fall ein Like, gar keine Frage. Wir gucken uns alle Folgen an. Aber wirklich gut zusammengefasst. Wirklich gut, ne? Auch schön, ohne viel Tamtam. Wirklich die wichtigsten Punkte. Und selbst das hat ja jetzt 11 Minuten gedauert. Also richtig gut. Also Like geht raus. Lasst mal alle ein Like da. 11.000 Likes hat er fast. Leute, wir sind nochmal 11.000. Guck mal. 3, 2, 1. 11.000. GG's. Geil. So, weiter geht's. 3, 2, 1, go. Richtofen flieht und schließt sich mit den ehemaligen Versuchsobjekten Tank Dempsey, Nikolai Belinsky und Takeo Masaki zusammen, um einen Plan zu entwickeln, Samantha für ein und allemal zu stoppen. Doch das ist nicht seine einzige Absicht. Richtofen will mehr. Er will selbst die Kontrolle über die Zombies übernehmen und die Weltherrschaft damit an sich reißen. Ob ihm das gelingt? Oh, Copyright muss ich kurz ausmachen. Kommt den besten Familien vor. Bring was Sonne mit. Bring mal mit, Alex. Und los geht's. Oktober 1945. Der Zweite Weltkrieg war beendet und die Amerikaner und Russen nahmen die Waffenfabrik der Riese ein und zerschlugen damit die Gruppe 935. Richtofen schaffte es aber gerade noch rechtzeitig, mit seinen Testsubjekten Tank, Nikolai und Takeo auf die Map Shinonuma zu fliehen. Jenem Sumpfgebiet im Pazifik, wo einst der Meteorit mit dem Element 115 einschlug. Als die Zombies dort auftauchten und ihn angriffen, realisierte er, dass Samantha erst dann aufhören würde, wenn sie ihre Rache bekommt und jedes Mitglied der Gruppe 935 inklusive Richtofen ausgelöscht ist. Richtofen plante daraufhin den großen Gegenschlag und wollte alle nötigen Gegenstände zusammensuchen, um Samantha zu stoppen und selbst die Kontrolle über die Zombies zu bekommen. Takeo, Nikolai und Tank sollten ihm dabei helfen, ohne dass sie über sein eigentliches Ziel informiert waren. Die Gruppe machte sich auf den Weg in das ehemalige, nun leerstehende Hauptquartier der Gruppe 935, der Waffenfabrik der Riese. Richtofen hoffte hier auf Hinweise in alten Unterlagen, die ihnen helfen sollten, Samantha aufzuhalten. Doch sie waren nicht alleine dort. Die Zombies von Samantha warteten bereits auf sie und es begann ein harter Kampf um Leben und Tod. Durch die Wunderwaffe DG2 und den darin enthaltenen Element 115 überlasteten sie unwissentlich die dortigen Teleporter und verwandelten diese in eine Zeitmaschine, mit der sie in letzter Sekunde aus der Fabrik flüchteten konnten.
So landeten die vier in einem verlassenen Theater, dem Kino der Toten im Jahr 1968. Okay, krass. Warte. Zeitmaschine, Element 115, Kino der Toten, 1968. In die Zukunft sind sie gereist, von 45 nach 68. Bei einem Versuch, Samantha dann aufzuhalten. Die vier OGs. Okay. Da musst du echt die ganze Zeit hochkonzentriert mitdenken, ne? Weil das so viele Infos in so einer kurzen Zeit sind, das geht so bam, 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 bam. Wenn der Filmverführer die falsche Filmrolle einlegt. Das ist so krass, das ist so viel. Du musst echt konzentrieren dabei, ne? Das ist kein gemütliches Popcorn-Kino, das ist wirklich anstrengende Geschichtsstunde. Das ist eine Background-Musik. Die Musik hat er gut ausgewählt, finde ich auch, ja. Like da lassen, ja, like da lassen. Auf jeden Fall. Richthofen kannte das Theater. Hier sollte Maxis seinen Teleporter der deutschen Regierung vorführen. Doch seit seinem Tod stand diese leer und verlassen. Auch hier lautete das primäre Ziel Überleben, denn die Zombies waren bereits überall. Die Gruppe gelang es schließlich, das Theater und den dort stehenden Teleporter mit Strom zu versorgen. Mit Richthofens neuem Wissen über das Zeitreisen programmierte er den Teleporter so um, dass die vier Protagonisten erneut in der letzten Sekunde flüchten konnten, diesmal ein paar Jahre in die Vergangenheit. Einige Zeit vorher experimentierte ein sowjetisches Wissenschaftlerteam die sogenannte Ascensionsgruppe in einen Weltraumbahnhof in der ehemaligen UdSSR an einer neuen Technologie, um den ersten Fuß auf den Mond vor den Amerikanern zu setzen. Gersch war der Anführer der Ascensionsgruppe und leitete zusammen mit seinen Assistenten Juri Kraschewski, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die Projekte Thunder und Mercury, die sich mit der Erschaffung der Thundergun und das Gersch-Device beschäftigen. Gersch. Eines Tages versetzte Gersch Juri in eine andere Abteilung und gab ihm die Aufgabe, kleine Affen mit Raketen in den Weltraum zu schießen. Juri war so sauer darüber und beschwerte sich, dass sein Wissen und sein Intellekt mit sinnlosen Aufgaben verschwendet würde. Als er irgendwann Tagebücher über das Element 115 findet, beginnt er heimlich damit zu experimentieren. Die Zahl ist so cool hier. Die 115. Ah, das ist cool gemacht, ja. Boah, muss echt. Okay. Okay, es wird immer komplizierter. Wird es auch irgendwann mal ein bisschen lockerer wieder? Also nicht, dass man diesen komplexen Bereich verlässt und die Geschichte so ein bisschen einfacher wird? Glaub nicht, oder? Ist mega komplex, die Geschichte. Mega komplex. Das Tempo ist nochmal höher als in Teil 1 gefühlt. So, weiter geht's. Fokus, Konzentration. Vielleicht sollten wir das Bier doch weglassen. Ich glaube, ich bleib bei meinem Tee. Let's go. GG's, Christopher. Während der Experimente übernahm ein kleines Kind, vermutlich Samantha, die Kontrolle über seinen Geist und ließ ihn verrückt spielen. Als Gersch ihn daraufhin auf seinen Zustand ansprach und ihn damit konfrontierte, eskalierte die Situation und Juri aktivierte in seinen Wahn das zuvor gemeinsam entwickelte Gersch-Device, das Gersch in einen schwarzen Loch zog und verschwinden ließ. Erst amüsierte sich Juri über das Ereignis, bis er kurze Zeit später die Konsequenz realisierte und seine Tat bereute. Nach den Begebenheiten im Kino der Toten kamen auch die vier Protagonisten in dem sowjetischen Weltraumflughafen an, wo bereits die ersten Zombies ausgebrochen waren. Sie landeten im Jahr 1963, während der Kampf in Russland weiterging, wurde zeitgleich auch das Pentagon in Amerika von Zombies angegriffen. Die Verhandlung zwischen John F. Kennedy, Robert McNamara, Fidel Castro und Richard Nixon auf der Map 5 nahmen ein frühes Ende. Krass. Denn die Politiker wurden durch die Invasion überrascht und sie waren die einzigen Anwesenden, die das Pentagon verteidigen konnten. Durch eine frühere Verordnung, alle 115 betriebenen Wunderwaffen in amerikanischen Institutionen zu bringen, bedienten sich die vier an den dort gelagerten mächtigen Waffen und nahmen den Kampf mit den Untoten auf. Was geht? Was geht? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Also, was geht hier ab? Vielen Dank. Vielen Dank an, ich kann den Namen hier gar nicht lesen. Toll, Wut gönnt die Mitgliedschaft. Bin so gespannt auf die Story. Hab ich auch, Gott ist immer beste FPS. Ja. Okay, wir gucken weiter. GG's.
Zwischendurch riefen sie die originalen Charaktere Richtofen, Tank, Nikolai und Takeo mit drei roten Telefonen an, die überall im Pentagon verteilt waren. Oh, da kann ich mich erinnern. An, dass ihnen die Munition langsam ausgehe und sie den Kampf früher oder später verlieren würden. Auf Ascension ging der Kampf währenddessen weiter. Richtofen hatte diesen Ort zur Teleportation bewusst gewählt, denn er brauchte das hier entwickelte Gash-Device. Das Gash-Device war ein kleiner handlicher Teleporter, der Menschen von einem Ort zum anderen quer durch die Zeit teleportieren konnte. Mit dem Gerät erhoffte er sich, eine direkte Schnittstelle zu Samantha aufzubauen, um sie aus der Pyramide verdrängen zu können. Da aber Gash selbst zuvor durch Yuris Aktion vom Gash-Device eingesaugt und im Casimir-Mechanismus gefangen wurde, kämpfte Gash gerade gegen Samanthas und bat die vier Protagonisten um Hilfe. Nachdem Richtofen ein weiteres Portal aufmachte und seine drei Mitstreiter aufforderte, ihre starken Waffen darauf abzufeuern, generierte sie mit Hilfe des Element 115 in den Waffen genug Energie, um die Seele von Gash zu befreien. Als es ihnen gelungen war, bekam jeder von ihnen eine Gatling Gun als Dank. Nachdem Richtofen bemerkte, dass die direkte Teleportation zu Samantha keine gute Idee zu sein schien, öffnete er ein weiteres Portal und reiste mit dem Rest der Gruppe erneut durch die Zeit. So kehrte sie zurück zur ehemaligen Forschungsstation in Sibirien, wo Richtofen die Experimente an Tank, Nikolai und Takeo durchführte. Oh, ich muss kurz durchatmen, Leute. Das ist so viel Input. Okay, das ging ja noch. Okay, aber die Zeit, die Jahreszahl haben sie jetzt nicht genannt. Ist das wieder 45? Wahrscheinlich wieder 45 jetzt, ne? In der Forschungsstation. Okay. Puh. Holy moly, ey, ich sag's euch. Mein Kopf brummt schon. It's not easy, es muss ja studiert haben. Holy shit. Weiter geht's. Warte, Milo ist noch im Weg. Ich sehe nichts, muss kurz warten, bis Milo zur Seite geht. Rotgänger leben länger. Milo, entscheiden Sie sich jetzt. Okay, let's go. Es war März 2011 und der Regisseur George A. Romero und sein Filmteam waren gerade dabei, einen Zombie-Film für das... 2011? Kino zu produzieren. Nachdem sich aber der größte Teil der Filmcrew in Zombies verwandelten, blieben nur noch Schauspieler Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Danny Trejo und Misha Rooker übrig, um sich gegen die Zombies zur Wehr zu setzen. Die vier Protagonisten wurden bei der Teleportation aus Ascension aber in einen dunklen Raum hinter dicken Eisentüren eingesperrt und konnten nicht heraus. Was anfangs aussah wie ein unglücklicher Zufall, war bis ins kleinste Detail von Richtofen geplant. Er teleportierte die Gruppe zu diesem Ort, um einen ganz besonderen Gegenstand abzuholen, den er bei seinen früheren Experimenten hier deponierte. Nachdem sich Richtofen verplapperte und andeutete, dass alles nach seinem Plan ginge, geriet die Gruppe in Streit und Tank, Nikolai und Takeo schöpften Verdacht. Richtofen bekam es aber mit der Angst zu tun, aufzufliegen und forderte die Schauspieler außerhalb des Raumes auf, ihm eine Flasche Wodka mit Hilfe der Rohpost zu bringen, um die drei betrunken zu machen und so abzulenken. Gesagt, getan, während Tank, Nikolai und Takeo abgelenkt waren, begann Richtofen seine eigentliche Intention durchzusetzen. Er forderte die Schauspieler ein weiteres Mal auf, ihm den zuvor deponierten Gegenstand zu bringen. Dabei handelte es sich um den goldenen Stab, den Richtofen brauchte, um seinen Plan durchführen zu können. Goldener Stab. Samantha zu stoppen. Trotz der Zombie-Invasion in Sibirien gelang es Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Danny Trejo und Misha Rooker, seinen Wunsch zu erfüllen und ihm den Stab zu bringen. Damit war Richtofens Aufgabe auf dieser Karte getan und bedankte sich bei den Schauspielern, indem er ihnen die Wunderwaffe DG2 darließ, um gegen die Horden der Zombies zu überleben. Er programmierte den Teleporter neu, um mit der Gruppe weiter zu reisen, denn er wusste ganz genau, dass er nur einen kleinen Schritt von der totalen Weltherrschaft stand. Ja, meine Freunde, das war jetzt Teil 2. Ich habe so lange dran gesessen, da ich versucht habe, euch das so ein bisschen auch mit den Bildern zu zeigen, nicht nur die Geschichte zu hören, auch mit den Bildern so ein bisschen zu erkennen. Für diejenigen, die natürlich noch nicht wissen, wie es in Black Ops 3 weitergeht, wie es in Black Ops 2 weitergeht, das werdet ihr im nächsten Teil sehen. In diesem Teil habt
habt ihr ja schon mal gesehen, was Richthofen alles macht, um an seine Ziele zu kommen, Samantha zu vernichten, dass er die ganzen Schauspieler benutzt hat, um jetzt an die ganzen Teile zu kommen, um weiter zu reisen. Wo die Reise ihn hinführt, werdet ihr im nächsten Teil sehen, in der Black Ops 2 Geschichte. Falls ihr genügend Likes da lasst, werde ich mich wieder dran setzen und die ganzen Nächte durcharbeiten. Likes gehen dann raus! Ich auch den dritten Teil für euch zusammenstellen und dass ihr das weiter erfahrt, wie die Zombies weiter geschlachtet werden und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, meine Freunde. Ihr das genießt, ne? Lasst ein Like cool. für mehr da. Haut rein. Bis bald. Bis bald. Bester Mann. Aber wieso hängst du immer noch in... Na, wir wollen hier auf Teil 2. So, like it erstmal raus. 6460 Likes. Like it raus. Weiter geht's. Fokus, Fokus, Fokus. Bin sehr, sehr gespannt. Das Video geht nur 5 Minuten, by the way. Die Wunderwaffen und das mit den 4 Protagonisten, das mit dem Element 115 und noch ein paar Sachen. Das muss man sich primär merken, meinst du? Das sind so die Fokussachen. Die Wunderwaffe, die 4 ersten Protagonisten und das Element 115 und noch so ein paar Kleinigkeiten. Okay, alles klar. Check, check, check. Okay, let's go, let's go, let's go. Nachdem Richthofen und seine Gruppe befreit worden ist, bedankt er sich mit der Wunderwaffe DG2 und macht sich auf den Weg ins Paradies. Und Copyright muss ich einmal kurz ausschalten. DG2, auf dem Weg ins Paradies? Okay. Nein. Im Paradies angekommen, auch bekannt als Map Shangri-La, macht er sich auf den Weg, um die letzten Bruchstücke des Kometen zu finden. Richthofen wollte den Kometen, der sich dort befand, unbedingt haben, welcher, nachdem man das Easter Egg abgeschlossen hat, sich auf einem Altar befindet, wo Richthofens Name steht. Er hat nun den goldenen Stab und den fokussierenden Kometen, so hat er die komplette Macht über die Gruppe 935. Von dort aus reisen sie weiter in die geheime Mondbasis. Sie halten jedoch zuvor in der Area 51 an, jedoch wurde sie auch von Zombies überrannt, natürlich. Aber sie konnten in letzter Sekunde entkommen. Mit Hilfe eines Teleporters fliehen sie auf die Mondbasis, jedoch wurde sie ebenfalls von Zombies überrannt. So sind auch die letzten Wissenschaftler, die das Element 115 untersuchen sollten, schon tot. In Moon gibt es eine weitere Maschine in Form einer Pyramide. Oh. Nachdem man das Easter Egg erledigt hat, schwebt Samantha über der Pyramide. Es ist wie ein Gefängnis für sie und sie kann sich kein Stück bewegen. Krass. Richthofen hat nun seinen Plan vollendet und alle Spieler bekommen nach Abschluss den Todbringer für 90 Sekunden und alle Getränke dazu. Dempsey, Takeo und Nikolai entscheiden sich jedoch dafür, den wahnsinnigen Nazi zu stoppen. Er schießt auf Samantha. Erstmal, das ist ein Unding. Man schießt nicht auf junge Mädchen. Und zweitens, ich finde das so witzig, wie er die Ingame-Belohnungen mit in die Geschichte einfließen lässt. Weißt du, so die Geschichte und dann plötzlich zur Belohnung kriegt er Waffe XY und einen Heiltrank. Das finde ich so cool. Aber ist geil gemacht. Das war der Abschluss dann der Map sozusagen, wenn man die Map dann geschafft hat, ne? Oder das Easter Egg entsprechend. Aber dass der hier auf die Samantha schießt. Zusätzlich jedoch sah Dr. Maxis den Verrat von Richthofen voraus und schmiedete insgeheim einen Plan, um ihn zu stoppen, falls er soweit kommen sollte. Da Samantha nun frei ist, befällt sie Richthofens Körper und tauscht mit ihm den Verstand. What? Richthofens Verstand ist jetzt derjenige, der in der Pyramide eingesperrt ist und Samanthas Verstand befindet sich jetzt in Richthofens Körper. Zum Ende Krass. Werden die Raketen von der Gruppe gestartet und nehmen Kurs auf die Erde, um alle Zombies und Höllenhunde zu vernichten. Was aber schiefgelaufen ist, denn wenn man sich die Area 51 und Nuketown anschaut, so sieht man, dass die Zombies überlebt haben. Krass! Die Karte Nuketown spielt zur gleichen Zeit wie Moon, denn wenn man auf Nuketown die Runde 24 erreicht, sieht man, dass die Augen der Zombies blau leuchten und Richthofen die Kontrolle über alle Zombies hat. Das wiederum ein Easter Egg auf dem Mond war, denn zu diesem Zeitpunkt tauscht Samantha mit Richthofen die Körper. Heftig. Ah, krass. Wer
Mega Einspieler von ihm hier, wie er das in Zeitlupe macht, mit der Musik, dem Sound, mega gut gemacht. Schön zusammengefasst hier, geil. Geil. Das war eine richtig schöne Szene gerade. Wenn schuldig, Frage bei der Bundeswehr, wenn ein Kindersoldat auf ihn schießt, was machen sie? Da gibt's gar keine richtige Antwort, oder Tommy? Wir schweifen ab. Während man auf der Karte Nuketown spielt und als FBI- oder CDC-Mitglied spawnt, um eine Gruppe von Wissenschaftlern zu suchen, die dabei waren, den Ort Nuketown zu untersuchen, da das Element 115 dort ausgestrahlt wurde und man lange nichts von ihnen gehört hatte, kann man zwischendurch Richtofen im Radio hören und somit natürlich auch feststellen, dass Nuketown Zombies zur gleichen Zeit wie Moon spielt. Allerspätestens dann bekommt man es mit, wenn man auf der Karte Nuketown stirbt, denn dann sieht man die Rakete von Moon auf der Erde eintreffen und wie der ganze Bereich zerstört wird. Der Grund allerdings dafür ist, dass Maxes Geist versucht, alle Zombies zu töten, damit Richtofen jetzt keine Kontrolle mehr über die ganzen Zombies hat. Nachdem die Erde jetzt zerstört wurde, spielt man vier Überlebende der Zombie-Apokalypse. Oh nein. Russman, Misty, Samuel Stuhlinger und Morton Johnson. Das erste Mal kann man sich verschiedene Gegenstände und Wunderwaffen selber bauen. Man muss eine Werkbank und die Einzelteile finden. Den vier Charakteren gelingt es, Richtofens und Maxes geheimes Labor zu finden. Nun kann der Spieler entscheiden, ob er Maxis oder Richtofen helfen will. Ja, meine Freunde, das war jetzt der dritte Teil der Zombie-Geschichte. Auch sehr schön gemacht. Am Ende der vierten Geschichte, die ich auch die nächsten Tage hochladen werde, damit ihr noch den Rest versteht, werde ich dann noch am Ende so ein kleines, ja, Spezialvideo mit reinfügen. Da haben wir nämlich auf beide Seiten einmal das Richtofen-Easter Egg auf verschiedenen Karten gemacht und einmal das Maxis-Easter Egg auf verschiedenen Karten. Das Video werde ich dann noch mit reinschneiden im nächsten Teil und dann seid ihr auf jeden Fall auf den Laufenden und dann könnt ihr auch verstehen, wie es in Black Ops 3 weitergeht. Also meine Freunde, ich hoffe, ihr lasst ein paar Likes für mehr 100%. Da. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, like geht es raus. Start für euch. Macht's gut, halt die Ohren steif. Bis bald. Bis bald. Schöne Folge auch wieder. Hey, nehmt das, ihr Drecksäcke! Die vier Charaktere werden von Richtofen nach China teleportiert. Sie kämpfen sich durch einen zerstörten Wolkenkratzer, wo die Zombies nur darauf warten, sie anzugreifen. Herzlich willkommen zur ganzen Zombie-Geschichte Teil 4. So, kurz dann ausmachen, den Copyright. Aber krass, ne, diese Mühe, die er sich gegeben hat, wirklich, auf jeden Fall. Der hat so viele Likes verdient dafür, wirklich gut. Die vier Charaktere wurden von Richtofen nach China teleportiert, auch bekannt unter dem Mapnamen Dyrise. Sie kämpfen sich durch einen zerstörten Wolkenkratzer und während Stuhlinger mit Richtofen redet, kommt Russman und verteidigt ihn gegen die Zombie-Massen. Er sagt, dass Stuhlinger vorsichtiger sein soll, wenn er mit seinem ausgedachten Freund redet und wird dabei von einem Minion angefallen und getötet. Währenddessen fuhren Misty und Morton mit einem Fahrstuhl runter, retteten Stuhlinger und fuhren mit ihm wieder nach oben. Allerdings sah es oben nicht besser aus und die drei Charaktere sind gefangen, umzingelt von Zombies und alle starben. Doch vorher sagte Richtofen Stuhlinger, sie sollen ihr Schicksal erneut akzeptieren. Sie werden von Richtofen durch die Zeit zum Anfang teleportiert und erhalten eine zweite Chance. Ah. Die Geschichte geht weiter auf Alcatraz, auch bekannt unter dem Namen Mob of the Dead. Wir schreiben das Jahr 1933 und um es genau zu nehmen, der 31. Dezember. Die vier Häftlinge Salvatore De Luca, Michael Finn O'Leary, Billy Handsome und Albert Arlington sitzen ihre Strafe auf Alcatraz ab. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt so früh in der Zeit sind, ne? Das früheste war bis jetzt 39, jetzt 33 und die Häftlinge auf Alcatraz, okay. Wir waren gespannt, was mit denen passiert. Die vier auf Alcatraz sind Schauspieler. Und by the way, das beste Easter Egg ever. Okay. Alcatraz war episch. Diepe Geschichte. Die Geschichte ist so deep, ey. Moin, Paolo, grüß dich. Moin. Wir sind gerade Teil 4 von 5 von Teil 1 von der Zombie-Geschichte. Okay, weiter geht's. Doch an diesem Tag hatten die vier es satt. Einer der vier stellte sich krank, um so den Wärter anzulocken und ihn dazu zu bringen, die Zelle zu öffnen. Als der Wärter näher kam, tötete er ihn und schon war er frei. Er öffnete die anderen Zellen und sie entwaffneten die Leichen.
Als sich die vier über die Flucht unterhielten, bemerkten sie, dass der Wärter, den sie gerade eben getötet hatten, wieder aufstand, weshalb sie begannen, auf den Wärter zu schießen. Als sie den Wärter getötet hatten, fanden sie sich plötzlich auf der zerstörten Version von Alcatraz wieder, in der sie von Horden von Zombies angegriffen werden. Als sie versuchten zu flüchten, wurde jeder von ihnen von den Zombies getötet, wodurch sie ins Jenseits kamen, ein Zustand, in dem sie tot und sozusagen ein Geist sind und sich selbst wiederbeleben müssen. Die vier Freunde bemerken jedoch nicht, dass sie in der Zeitschleife festsitzen, denn dieser eine Tag beginnt jedes Mal vom Neuen, ohne dass die vier es bemerken. Am noch gleichen Tag sollten nämlich die drei anderen Albert Orlington töten, da sie sich bei ihm rächen wollten. Sie wurden jedoch entdeckt und wurden direkt festgenommen. Die drei wurden auf den elektrischen Stuhl gesetzt und starben. Jedoch half ihnen eine unbekannte Macht und ließ sie so den gleichen Tag immer und immer wieder von vorne erleben. Der einzige Weg, den Mechanismus zu stoppen, wäre, wenn Albert die anderen drei tötet. Man kann es daran erkennen, dass am Anfang alles schwarz-weiß war und erst als wieder Farbe kam, erinnerte sich Albert an alles. Er wusste, dass er die anderen drei töten musste, aber auch die anderen erinnerten sich wieder und so muss nun der Spieler entscheiden, ob er Albert hilft und die anderen drei tötet, der Kreis wird dadurch geschlossen und nun wiederholt sich der Tag nicht mehr. Oder ob er Albert tötet, der Kreis geht weiter und der Tag beginnt immer wieder von vorne. Ja, meine Freunde, das war jetzt die ganze Geschichte. Part Nummer 4, ich bin stolz darauf, dass ich euch die ganze Geschichte, bevor Black Ops 3 anfängt, nochmal zusammenstellen konnte. Und das ist natürlich jetzt erst Part 4. Part 5, der allerletzte finale Teil, wird natürlich auch in den nächsten Tagen hochgeladen. Und da ihr so viele Likes in den letzten Teilen dagelassen habt, habe ich sogar nochmal das Mob of the Dead Easter Egg für euch gemacht letzte Nacht, damit ihr das epische Finale natürlich nicht verpasst im letzten Teil. Oh cool, wollen wir uns das auch gucken? Auch angucken? Also jetzt zeigt er, glaube ich, nochmal Gameplay sozusagen. Ich meine, es geht ja nur 5 Minuten. Können wir uns mal reinziehen, wie das so abging damals, oder? Weil ihr sagt ja auch, das war das Epischste. Ich meine, es geht nur 4 Minuten. Können wir uns das auch noch angucken? Oh. Episch, let's go. Also, okay. Bin mal gespannt. Teil kommt, dann bevor wir zu Black Ops 3 Zombies übergehen, noch die Geschichte von Buried, also mit kompletten beiden Seiten, also einmal das Maxis Easter Egg mit den ganzen Easter Eggs, die wir gemacht haben und einmal das Dr. Richtofen Easter Egg. Das kommt im nächsten Teil und natürlich auch Origins, das Finale und so weiter, wird alles im nächsten Teil kommen. Ich hoffe, ihr seid gespannt drauf. Mega. Also wir hören uns das nächste Mal auf jeden Fall, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch, meine Freunde. Viel Spaß. Jetzt zeigt er aber noch Gameplay, oder was? Ah ja, okay. Mein Name ist Stanley Ferguson. Ich war Wächter auf Alcatraz von 1933 bis 1942. Heute werde ich von einer der interessanteren Geschichten aus dem Gefängnis erzählen. Im Laufe der Jahre gab es viele waghalsige Ausbruchsversuche aus Alcatraz, aber es war wohl kaum einer so kühn wie der von den vier Insassen am Silvesterabend 1933. Ausgedacht hat sich das Meisterstück ein Insasse namens Albert Arlington. Und der Plan war so sonderbar wie er selbst. Es heißt, Arlington, alias das Wiesel, hätte irgendwie drei Mitinsassen überzeugt, er habe einen todsicheren Plan, vom Felsen zu entkommen. Der Plan sah vor, dass sie mit einem von Arlington erdachten Flugzeug zum Himmel aufsteigen sollten. Wie das Wiesel diese drei knallharten Verbrecher von der Machbarkeit seines Plans überzeugen konnte, ist bis heute ein Rätsel. Wir wissen nur, dass dieses Flugzeug nie gebaut wurde. Und statt der Freiheit gab es nur Streitereien und erbitterte Kämpfe innerhalb der Gruppe. Als der Plan dann zu scheitern drohte, führte die Frustration zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Arlington und seinen einstigen Partnern. Nur mit Behelfswaffen ausgerüstet lockten Finn O'Leary, Sal DeLuca und Billy Handsome den ahnungslosen Arlington aufs Dach. Warum killt er den Zombie nicht? Mir juckt so in den Fingern, weil das der letzte Zombie ist vor der nächsten Runde. Also es ist immer so, die rundenbasierten Zombie-Spiele funktionieren so, dass du siehst unten links die Zahl 19, das ist die 19. Runde. Und mit jeder neuen Runde kommen Massen an Zombies, Massen.
aber immer nur die nächste Runde startet, sobald alle Zombies gekillt wurden. Das heißt, wenn du einen Zombie am Ende noch übrig lässt und ihn nicht killst, dann frierst du die Runde ein. Dann wechselt die Runde 19 nicht auf die 20. Und das ist halt wichtig, wenn du noch Aufgaben erledigen willst. Das einer kann dann mit dem Zombie rumlaufen, der läuft dann hinter dir her, weißt du, und du lockst ihn dann stundenlang durch die Gegend. Und die anderen, oder du selbst auch, je nachdem, kannst aber halt Aufgaben erledigen, die Easter Eggs weitermachen, Sachen eintauschen, kaufen und so weiter. Und du frierst die Runde damit ein. Du kannst sie ewig lange einfrieren, nachdem, was du machen musst. Oder du erschießt ihn und dann startet Runde 20. Ne? Das war das Prinzip. Wenn er den tötet, kommt eine neue Welle und es kommen Massen. Ja, dann kommen wieder die Massen. Ich verstehe, mir juckt's immer noch in den Fingern, ja. Um sich blutig und brutal an ihm zu rächen. Und so ereignete es sich hier, unter dem dunklen und stürmischen Winterhimmel, dass Arlington sein Ende fand. Er verblutete auf dem eisig kalten Betondach. Für diesen grausigen Mord erhielten die drei Verschwörer die Todesstrafe. Auf dem elektrischen Stuhl. Die Gerechtigkeit war schnell. Am Morgen des 19. Januars 1934 wurde die Hinrichtung vollzogen. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Willst du uns dann töten? Schuld, Wiesel. Matthäus, drück mal Tab. Nein, ich hab nichts gemacht. Ich bin hier nicht der Böse. Du wirst gar nicht mehr angezeigt. Lol, ja. Ja, bei uns auch. Ich wusste die ganze Zeit, dass du es bist. Jungs, komm, kill uns. Es soll einfach nur aufhören. Ja, Feinde. Denkst du, du stirbst von einem Knifen? Guck mal bei mir, kneif mich mal. Futter für den Fleischwolf! Ja. Seid ihr nicht? Alter. Ja. Nee, egal. Kneif mal den des Matthäus auch noch. Nee, Matthäus, mach nicht. Ich wollte nur gucken, sorry. Aua. Okay, wir haben auch einen Löffel. Auch noch eine rein und dann... Ich schieß mich jetzt noch ab oder so. Ja, aber ich bin schon der Sieger. Oh. The cycle is broken. Ach so, einer muss überleben von den dreien. Okay, verstehe. Ja, klar. Wie vorhin beschrieben. Ich schlafe nach in das Sand. Nice, GG. GG's. Ja. 588 Abschüsse. 600 Abschüsse. Zusammen haben die über 1500 Abschüsse gehabt. Auch krass. Digis. So, noch ein Ehrenlike da lassen natürlich. Und da sind wir schon beim letzten Teil. Ton an? Ja. Die Nächte wurden durchgezockt, um auch im Buried die Maxis- und Richtofenkiste zu öffnen. In diesem Video seht ihr das Ende von Black Ops 2 und den Anfang von Black Ops 3 Zombies. Ich heiße euch herzlich willkommen zum vorläufig letzten Part der ganzen Zombie-Geschichte, Teil 5. Oh, kein Intro. Kein Copyright-Intro? Doch. Doch. Abos ist bestätigt, geil. Hast du Instinct noch nicht gesehen? Instinct? Weiß ich jetzt gar nicht. Im Buried muss nun der Spieler endgültig den Plan von Maxis oder Richtofen beenden. Wenn Richtofen gewinnt, so überlistet er Maxis und er hört einfach auf zu existieren. Der Körper von Samuel Stuhlinger wird dann von Richtofen besetzt. Jedoch muss dieser entsetzt feststellen, dass Samuel mit ihm zusammen im Körper feststeckt. Richtofen sagt am Ende, mach so weiter wie bisher und ich lasse dich eine Weile in Ruhe.
Hilft man jedoch Maxis, so bemerkt man, dass Maxis der Böse ist und nicht Richthofen. Maxis will nun die Welt zerstören mit all dessen Bewohnern. Ich gönne euch jetzt mal ganz kurz die beiden epischen Momente, wo wir die Kissen geöffnet haben, und hört genau den Stimmen zu, so gut ihr könnt, damit ihr auch das Ende von Buried versteht. Also viel Spaß. Endlich habe ich die Kontrolle! Ich kann den Äther nach meinen Wünschen manipulieren! Die Welt ist nun mein persönlicher Spielplatz! Was? Was hast du getan? Ich habe gewonnen, Maxis! Das habe ich getan! Aber was ist mit Samantha? Deine Taten bringen der Seele meiner Tochter ewige Verdammnis! Selbst wenn sie dir egal ist, willst du doch sicher in deinen Körper zurückkehren. Nein, nicht wirklich. Ich verfüge bereits über die Macht, diese Unterwelt zu verlassen und die physische Sphäre erneut zu betreten. Ich kann mir jeden Körper nehmen, den ich mir wünsche. Was dich betrifft, Maxis, du hörst einfach auf zu existieren. Auf Wiedersehen! Nein! Hol tief Luft, Samuel. Wir werden uns viel näher kommen. Endlich bin ich, wie sagt man doch gleich, materiell. Nein, körperlich. Körperlich. Ich habe meinen eigenen Körper. Ich kann Dinge berühren, sie fühlen und riechen. Oh, vielleicht ist Letzteres gar nicht so gut. Etwas stimmt nicht. Ich kann meine Bewegung. Wie lange er erzählt, ne? Vielleicht brauche ich nur etwas Übung. Hey, was ist los? Oh, Samuel, du bist noch hier? Okay, das ist jetzt irgendwie unangenehm. Ich werde darüber nachdenken, bis ich zu einer Zufriedenheit. Es ist gar nicht so viel anders als zuvor. Wir können miteinander reden, spielen und Spaß haben. Eigentlich ist das ziemlich aufregend. Dieses Maschinengewehr war ein großer Salat. Ich verstehe dich, Sammy. Mach einfach weiter wie bisher und ich lasse dich eine Weile in Ruhe. Okay. Nichts Übriges offen. Maxis Ende. Ah. Es geht von selber auf. Es geht von selber auf, Mann. Scheiße, ich hab's nicht gewusst. Raff, leg dich mal unten hin. Und leg dich unten hin. Muss ich den so zeigen. Leg dich hin. Okay, jetzt mal alle Maul halten und... Maul halten. Freeze. Ja, freeze ist an. Okay, okay, kann losgehen. Guck halt nicht in unsere Richtung, weil da... Los! Lol. Der Vorgang hat begonnen. Lol. Ich kontrolliere nun die Energie des Äthers. Endlich kann ich zu Agatha! Alter. Ihr Narren! Warum habt ihr auf ihn gehört? Alter. Leider muss ich euch informieren, dass weder die Erde noch ihre Bewohner überleben werden. Ich habe alles versucht, um euch zu warnen. Dummköpfe! Schöne Musik dabei noch, ne? Krass. Sobald das Tor offen ist, werde ich wieder mit meiner lieben Samantha zusammen sein. Hallo, hast du nicht etwas vergessen? Selbst wenn deine elende Tochter noch leben sollte, sie hat meinen Körper. Wenn du so sehr darauf brennst, in die physische Welt zurückzukehren, Richthofen, werde ich dir diesen Wunsch erfüllen. Das war mir etwas zu knapp. Alter. Geht bestimmt noch weiter. Die Zombies haben rote Augen jetzt. Oh, es leuchtet alles rot. Voll fasziniert alle. Checkt ihr das? Die ganze Stadt leuchtet.
Lichtstrahlen sind rot. Der Candy Shop ist kaputt. Ist mehr. Ach, die Lichter alle. Für diese beiden epischen Momente, die ihr jetzt mal ganz kurz einmal locker genießen konntet, mussten wir dann insgesamt 6 Easter Eggs machen zu viert, was wir in 2 Nächten durchgezogen haben. Oh, nicht schlecht. Was natürlich in der Zombie-Geschichte nicht fehlen darf. Genauso wenig darf Origins fehlen, die letzte DLC-Zombie-Map in Black Ops 2. Somit lasst uns in Norden Frankreichs, wo wir das Jahr 1918 schreiben, weitergehen. 1918 wird... Steigen noch mal ein, noch weiter, das ist die allerfrühste Zeit. Das früheste bis jetzt war ja 33, ne? Wir sind gespannt. Moin, Lord Fabo, grüß dich. Moin, moin. Maxi ist richtig 31er. Was bedeutet eigentlich 31er? Ja, genau, sowas, Tommy. Moin, moin, Felix, was geht? Wir gucken uns gerade die Zombie-Geschichte an. Wir sind jetzt bei sozusagen Teil 5 von 10. 6 bis 10 gucken wir uns morgen an. Norden Frankreichs wurde nach dem Ersten Weltkrieg am 14. April 1918 ein Templerorden tief unter einer Mine gefunden auf der Map Origins. Dort bemerkten sie, dass immer noch Menschen dort waren, jedoch enttarnten sie sich als blutrünstige Zombies, die nun die Minenarbeiter überrannt haben. Sie nutzten den Überraschungsmoment und töteten die Minenarbeiter. Unsere 4 Protagonisten, Richtofen, Dempsey, Nikolai und Takeo, treffen dort das erste Mal aufeinander und kämpfen nun gegen die Zombies, samt Robotern, welche ebenfalls die Helden töten wollen. Die Menschen, welche die Roboter lenken, sind auch tot und befinden sich immer noch in den Robotern. Nun müssen die 4 Protagonisten die 4 heiligen Templerstäbe zusammenbringen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Wind. Ich bin mal gespannt, wann das Easter Egg kommt, was ich als letztes gemacht habe. Wahrscheinlich in Teil 7 oder so. Nee, keine neue Apple Watch, Felix. Feuer. Nach Beenden des Easter Eggs passiert jedoch etwas Merkwürdiges. Samantha und ihr Freund Eddie haben anscheinend nur die ganze Geschichte mit ihren Spielzeugen erfunden. Ein merkwürdiger Ton ist zu hören und Ludwig bittet die beiden in den Keller zu gehen. What? Also so ein kleiner Plot-Twist, dass alles, was wir bisher erlebt haben, alles nur ein Spiel war von den beiden. Omega Lul, das ist auch verrückt, ne? Ich liebe solche Verschachtelungen, ja, aber geil. Puls nicht da? Ne, wir gucken ja nur ganz gemütlich. Und täglich grüßt Hauself. Moin, Shadow Dobby, grüß dich. Was geht? Welcome to the world of zombies. Ja, true. True, also echt krasse Geschichte. Weiter. Eddie sagt, dass er noch gar nicht dran war. Und Samantha antwortet, dass er morgen die Spielregeln machen könne. Beide verlassen den Raum und Samantha sagt nur noch einen Satz. Als Eddie meint, dass er sich wünsche... Ach, das ist die Samantha. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen gerade. Sorry, das ist ja die Samantha. Okay. Warte mal, 1919? Ja, aber... Okay, ach so, okay, da war die 14 Jahre, 33. Okay. Nee. Hey. Vom Alter her ein bisschen komisch gerade. Okay, wir gucken weiter. Dass deine Helden doch real wären. Ich weiß, was du meinst. Aber wir bringen alles in Ordnung. Dad sagt, er hat einen Plan. Die Tore Agathas gingen auf und die 4 Helden erhielten Reichtümer jenseits ihrer Vorstellungskraft. Von diesem Tag an wussten sie, dass Samantha auf sie aufpassen würde. Für immer. Du machst das alles ganz falsch. Ich hab's dir gesagt, die Augen müssen blau sein. Ich bin dran, Eddie. Ich kann machen, was ich will. Aber du weißt nicht mal, wie man richtig spielt. Mädchen haben keine Ahnung von Zombies. Weg mit dem Spielzeug, Kinder. Vergesst nicht, die Fenster zu schließen, bevor ihr in den Keller kommt. Wir sollten tun, was dein Dad sagt. Ich war überhaupt nicht dran. Morgen, Eddie. Achso, warte mal ganz kurz. Eddie ist Richthofen als Kind. Ah, okay, das ist Richthofen. Aber Samantha verstehe ich nicht, warum sie so alt ist. Okay, wir gucken weiter. Du bestimmst die Regeln. Versprochen. Komm, Fluffy. Fluffy. Ich wünschte, unsere Helden werden real sein. Ich weiß, was du meinst.
Aber wir bringen alles in Ordnung. Krass. Eine arme Frau aus meiner Umgebung möchte nicht mehr einsam sein. Warum? Sie möchte sich heute mit mir treffen. Können wir alles noch gespielt? War eine Fantasie im Kopf? Ich habe Zeit. Ach so, meinst du? Wir könnten sie auch einladen. Ach so, du meinst, dadurch, dass es ja nur eine ausgedachte Geschichte war, ist es egal, wie alt sie ist. Weil das, verstehe, klar, logisch. Okay, ja klar, check. Dad sagt, er hat einen Plan. Wenn es nur eine Geschichte in der Fantasie war, ist ja egal, wie alt sie war. Dann, die Rasse haben mir gar keine Rolle, weil er alles ausgedacht war. Macht Sinn. Logisch. Zurück in Breslau wird die alte Version Richtofens bei einem Versuch von den drei jüngeren Versionen Takeos, Dempseys und Nikolais überrascht. Doch bevor sie Richtofen abhalten können, werden sie von den Horden der Untoten angegriffen. Richtofen benutzt seinen Teleporter und eine Person steigt raus. Die junge Version Richtofens. Diese erschießt jedoch seine alte Version und so ist alles rückgängig gemacht worden, alles nachdem Richtofen Maxis und Samantha in den Teleporter steckte und teleportieren ließ, ist nicht mehr existent. So können die vier nochmal von vorne anfangen, um dieses Mal alles richtig hinzubekommen. Okay, krass. Ja, wird auf jeden Fall interessant werden, würde ich mal sagen, in Black Ops 3, das alles zu erforschen, auch die Easter Eggs und so weiter, das werde ich dann alles live auf Twitch machen. Neue Twitch-Buttons habe ich mir auch schon besorgt, also hat Nexus Designs mit mir zusammen gemacht. Und das wird, glaube ich, eine richtig coole Erfahrung werden mit den ganzen Zombies in Black Ops 3. Und viel wissen wir noch nicht über die ganze Geschichte da, was da so alles abgeht und so weiter. Wir lassen uns einfach überraschen und erforschen die Easter Eggs selber. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr sogar die Geschichte live mit mir zusammen erforschen. Dazu braucht ihr einfach nur meine Steam-Gruppe zu joinen. Dann kann ich euch während des Spiels einladen, oder besser gesagt, während ich in der Lobby bin, kann ich euch einladen. Braucht ihr mir nur eine Nachricht schreiben, irgendwie über Twitch, dass ihr mitzocken wollt. Dann machen wir die, schreiben wir die Geschichte zu viert weiter, würde ich mal sagen. Und vielleicht streame ich mir sogar die PS4. Mal sehen. Ich weiß nur, dass es interessant wird im Black Ops 3 Zombies und dass ich gar nicht mehr abwarten kann, endlich die Zombies abzumetzeln. Wird auf jeden Fall interessant werden, meine Freunde. Wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch. Lasst ein Like für mehr da. Like it. Abonniert das Kassel nicht vergessen. Ich bin raus. Bis dann. Ich bin raus. Like us auch raus. Vielen Dank. Das war Teil 1 bis 5. Ja, und morgen machen wir dann 6 bis 10. Ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall einen Break, weil es schon ziemlich viel auf einmal ist. Ich muss erstmal verdauen alles. Holy shit. GG's.